und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, falls ihr schon ein paar von meinen Videos gesehen habt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass ich ein großer Freund davon bin, sich den Job und den Schulalltag so einfach wie möglich zu gestalten. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich selber organisiert bin und strukturiert bin, dass ich einfach wesentlich entspannter bin und weniger gestresst bin. Und genau darum geht es heute in diesem Video, um effektives Selbstmanagement. Viele, die nicht in dem Lehrerjob arbeiten, können sich halt immer gar nicht vorstellen, ja, wie viel Arbeit das letztendlich ist. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es diese ganzen Vorurteile dem Lehrerjob gegenüber. Wir arbeiten immer nur bis 13, maximal bis 14 Uhr. Wir haben unglaublich viele Ferien und so weiter und so fort. Ich meine, wer selber in dem Job arbeitet, dem brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen, was da sonst noch alles so an Arbeit anfällt. Es ist einfach viel, finde ich. Manchmal ist es schwierig, den Überblick zu behalten und halt eben nicht in so einen, in so einen stressigen Alltag irgendwie zu verfallen. Es gibt wahnsinnig viel Literatur zu diesem Thema. Ich habe mir auch ein paar Sachen schon angelesen. Aber ich persönlich finde es halt immer irgendwie praktischer für mich auch von Erfahrungsberichten irgendwie zu profitieren. Und genau deshalb wollte ich in diesem Video meine Tipps mit euch teilen, wie effektives Selbstmanagement dazu führt, dass man stressfreier und entspannter durch den Lehreralltag kommt. Mein erster Tipp, Ordnung schaffen. Wenn ihr mein Video zur Roomtour zu meinem Arbeitszimmer gesehen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich einen leeren Schreibtisch habe. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich räumlich Ordnung schaffe, habe ich automatisch auch Ordnung im Kopf. Ich kann dann einfach besser arbeiten und ich fühle mich nicht gleich so überwältigt, wenn ich ins Arbeitszimmer komme und sehe, da liegt ein Berg an Kram rum und da muss ich mich jetzt erstmal irgendwie durchsortieren. Ich versuche halt immer meinen Schreibtisch ordentlich zu halten, dass da nichts rumliegt, keine Klassenarbeiten und wenn doch, dann sortiere ich mir die schon so auf Stapel und einfach, dass es so ordentlicher aussieht, ist natürlich so jedem selbst überlassen. Ich habe auch schon von ganz vielen Kollegen gehört, bei denen das Arbeitszimmer das sieht aus, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Gibt bestimmt auch Leute, die so arbeiten können, aber ich denke mir halt immer, und das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe mit manchen Kollegen, die so einen chaotischen Arbeitsplatz haben, sieht man ja dann auch manchmal im Lehrerzimmer, die sind da meistens vom Typ her so ein bisschen chaotisch. Und ich finde halt einfach, Ordnung im Kopf fängt halt schon bei der räumlichen Ordnung an. Als Lehrer, da hat man auch einfach immer wahnsinnig viel Papierkram irgendwo rumliegen und ich meine jetzt noch nicht mal irgendwie so Arbeitsblätter und Kopien, die man da irgendwo rumliegen hat, sondern es gibt einfach wahnsinnig viel. Dann hat man irgendwelche Post bekommen von Verlagen, irgendwelche Probeexemplare von irgendwas, Broschüren zu irgendeinem Thema. Gerade in den höheren Klassen bekommt man ständig irgendwas zur Berufsvorbereitung reingelegt und so weiter und so fort. Also es ist einfach immer wahnsinnig viel Papierkram. Und ich habe für mich halt dieses System in diesen Schubladencontainern rausgefunden, ist das falsche Wort, für mich entdeckt, um das halt alles so ein bisschen zu sortieren, egal was an Papierkram anfällt. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, ich habe ein Video zu den 5 besten Orga-Produkten, da sind die mit drin, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich habe halt diese Schubladencontainer bei mir auf dem Arbeitsplatz im Lehrerzimmer. Zu Hause habe ich dann eher so, wie man hier sieht, so diese Ordner und Stehsammler. Einfach weil diese Schubladenboxen viel Platz wegnehmen und ich habe hier diesen Platz halt einfach nicht. Und da habe ich wirklich dann sortiert nach den Klassen, in denen ich unterrichte. Das heißt, da kommt alles an Kopien, Arbeitsblättern rein, was ich schon fertig habe. Ich kopiere auch immer gerne Klassenarbeiten schon ewig im Voraus vor, dass ich das halt auch schon fertig habe. Das sortiere ich da alles rein. Dann habe ich noch eine Schublade für Orga-Kram. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die ich in der Klasse verteilen muss oder, keine Ahnung, irgendwelche Broschüren, die ich mir noch durchgucken will, das kommt dann halt alles in diese Schublade. Einfach, ich meine, das Zeug ist noch da und ich muss es mir noch angucken, aber es liegt halt einfach nicht irgendwo rum, sondern es ist wirklich sinnvoll irgendwo einsortiert. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist generell diese Stapelbildung einfach vermeiden. Ja, also ich hatte eine Zeit lang wirklich immer einen großen Stapel bei mir im Lehrerzimmer auf dem Platz liegen.
Und da war irgendwie alles drin. Und wenn man dann mal was gesucht hat, dann hat man es ewig nicht gefunden. Und ich versuche wirklich immer, sobald ich irgendwas an Papierkram habe, das direkt wegzusortieren, dass ich halt gar nicht erst irgendwie, ja, diese Stapelbildung halt einfach habe. Und ganz wichtig, wenn ich merke, da ist irgendwas mit dabei, das brauche ich nicht, das ist eine Broschüre, die interessiert mich nicht. Das ist ein Flyer, den, ja, den werde ich mir nicht angucken, das werde ich gar nicht irgendwie in Betracht ziehen, dass da irgendwas Sinnvolles für mich bei rumkommt. Gleich entsorgen, ja. Also was ich nicht brauche, an Papierkram schmeiße ich auch sofort weg. Tipp Nummer 2, Dinge nicht aufschieben. Wie in jedem Job auch, ist es als Lehrer halt auch so, da gibt es Aufgaben, die macht man lieber als andere. Bei mir ist es zum Beispiel Kopieren. Ich hasse Kopieren, ja. Das ist für mich total verschwendete Zeit, wo ich halt einfach nur da am Kopierer stehe und warte, dass das ganze Zeug fertig wird. Und dann muss ich es noch irgendwie sortieren, dann muss ich es noch lochen, dann muss ich es noch tackern, eventuell muss ich noch irgendwas laminieren. Also das ist für mich, ich hasse das, ja. Gibt bestimmt Schlimmeres in dem Job, was man nicht mögen kann, aber für mich ist Kopieren wirklich, also kann ich nicht haben. Mal abgesehen davon, dass ja immer irgendein Papierstau ist, dann ist irgendwie der Toner all und was weiß ich nicht. Also das ist halt überhaupt nicht meins und weil ich das halt ganz genau weiß, dass ich das nicht mag, arbeite ich das immer als erstes ab. Also wenn ich weiß, ich habe irgendwas, was ich kopieren muss für den Tag jetzt oder ich hatte hier letztens Station lernen für meine 5. Klasse, was ein wahnsinniger Berg an Papier war. Da habe ich dann halt einfach gesagt, gut, ich komme in die Schule und das Erste, was ich mache, ist, ich stelle mich an den Kopierer und mache das weg. Ja, und ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, denn gerade diese Sachen, die man nicht mag, die schiebt man ja immer so vor sich hin, ob das jetzt in der Arbeit ist oder keine Ahnung, von mir aus auch im Haushalt, Fenster putzen, bügeln, was weiß ich. Das schiebt man immer gerne nach hin, weil, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, mag ich generell schon nicht und nee, möchte ich jetzt nicht machen. Und das, finde ich, ist halt ein großer Fehler, denn ja, dadurch staut es sich halt auf und gerade unbeliebte Aufgaben, ja, die erledigt man halt einfach nicht gerne. Und es staut sich immer mehr auf und es sammelt sich immer mehr an und desto weniger Lust habe ich, das zu machen. Ich weiß aber, ich muss es bis dann und dann gemacht haben. Automatisch bin ich gestresst, automatisch habe ich schlechte Laune. Von daher mein Tipp, Aufgaben, die man so gar nicht mag, schnellstmöglich erledigen. Manchmal kann es dann auch einfach helfen, so eine Prioritätenliste zu erstellen. Das mache ich für mich persönlich halt immer ganz gerne. Einfach damit ich auch ja, den Überblick nicht verliere, wann ich was zu erledigen habe. Und was auch noch so ein positiver Nebeneffekt ist, wenn man Sachen erledigt, die man halt so gar nicht mag, man hat so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, man freut sich, Gott sei Dank, das habe ich erledigt, das muss ich nicht mehr machen. Das ist für einen sehr, also für mich persönlich ist das immer ganz nett, wenn ich weiß, okay, ich habe das jetzt hier fertig und muss mich da erstmal nicht drum kümmern. Dann geht es mir gleich besser und ich bin entspannter und kann mich auf meine nächste Aufgabe stürzen. Tipp Nummer 3, Material sinnvoll sortieren. Ja, also das klingt jetzt total banal. Ich meine, jeder hat so sein System, wo man Arbeitsblätter abheftet und sein ganzes Material halt für sich irgendwie sortiert. Ich bin jemand, ja gewesen, muss man dazu sagen. Ich bin immer jemand gewesen, ich habe immer irgendwie alles an Material versucht mitzunehmen. Dann habe ich hier mal von einem Kollegen ein Arbeitsblatt bekommen, wo es heißt, ja komm, das kannst du mal ausprobieren, hat super geklappt. Dann habe ich irgendwo im Internet was gefunden, wo ich mir dachte, so ja, lädst du dir mal runter, druckst du dir gleich aus, packst in Ordner, dann hast du es, kannst bestimmt irgendwann mal benutzen. Ja, Quatsch. Also ich habe vor 2-3 Jahren irgendwie so, habe ich mich mal hingesetzt und wirklich hier meinen ganzen Ordner durchgeguckt für alle Fächer und ich habe so viel Zeug ausgemistet und entsorgt, einfach weil das seit Jahren in diesem Ordner war und ich habe es nicht benutzt. Also das ist ja immer schön, wenn man irgendwie so einen Materialpool hat, auf den man zurückgreifen kann, aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man zu viel hat. Man kommt ja auch immer irgendwie gar nicht dazu, alles zu sichten und durchzugucken und auch einfach ja, zu nutzen. Ne? Man hat ja auch immer nicht so viel Zeit. Und deshalb mache ich wirklich regelmäßig, meistens mache ich das dann in den Sommerferien, dass ich mich hinsetze, mir die Ordner nehme, sowohl diese Ordner als halt auch die Ordner auf meinem Rechner und gucke durch, was habe ich wirklich benutzt, was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert, kommt weg. Was habe ich gar nicht benutzt, kommt auch relativ schnell weg. Ich bin generell eher so der Typ, ich erstelle mir meine Arbeitsblätter selber, weil ich die dann wirklich so auch machen kann, wie ich sie für mich gut finde, wie sie mir halt auch optisch gefallen, vom Layout, vom Design her und wo ich halt auch weiß, ja, so
ist es halt für meine Schüler auch am besten. Und was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist, wenn ich Kopien übrig hatte. Ja, ich meine, ich habe halt immer irgendwie im Klassensatz kopiert. Meistens habe ich noch 2, 3 mehr gemacht, weil mal verliert ein Schüler was oder ich hatte gar nicht mehr so genau im Kopf, wie viele Schüler habe ich überhaupt in der Klasse. Und mir war das immer zu schade, das wegzuschmeißen, weil ich habe mir gedacht, ja komm, jetzt hast du schon kopiert und dann behältst es und du kannst es ja bestimmt dann im nächsten Schuljahr auch nochmal benutzen. Ja, Pustekuchen. Also irgendwann hatte ich dann so einen Berg an Extrakopien irgendwo in irgendwelchen Ordnern und die habe ich letztendlich sowieso weggeschmissen. Ja, ich weiß, Nachhaltigkeit und so ist nicht so das Schlauste, das dann alles wegzuschmeißen, aber ich habe mir gedacht, ich werde es nicht nutzen. Und jetzt achte ich wirklich darauf, dass ich nicht zu viel kopiere. Und wenn ich mal 1 oder 2 Kopien zu viel habe, dann, ich frage einen Kollegen vielleicht so, ey, hier, willst du das haben, brauchst du das gerade, ich habe hier eine Kopie übrig. Aber ansonsten, was ich übrig habe, ich entsorge das einfach. Denn ich habe festgestellt, wenn ich es irgendwie sammle, dann bringt mir das nichts. Also mein Tipp, regelmäßig alles durchgucken, aussortieren und das Material vernünftig, ja, wie nennt man es, archivieren. Weiß ich nicht, ist vielleicht hier das falsche Wort, aber einfach das Material vernünftig organisieren und ja, so für sich parat haben, dass es einem dann auch einfach die Unterrichtsplanung erleichtert. Tipp Nummer 4, Pausen bewusst einbauen und auch bewusst nutzen. Ja, ich bin ein Mensch, ich versuche halt immer nicht schnell gestresst zu sein, manchmal lässt sich das halt nicht vermeiden, aber ich habe für mich festgestellt, ich fühle mich irgendwie besser und dadurch, glaube ich, ist auch mein Unterricht besser, meine Laune sowieso. Und damit ich mich halt selber einfach auch wohlfühle und es mir gut geht, was ja auch einfach generell ganz, ganz wichtig ist, hilft es mir wahnsinnig, so im Schulalltag Pausen einzubauen. Das funktioniert leider nicht immer, gerade wenn man denkt, okay, ich habe eine Freistunde und da hole ich mir eine Tasse Kaffee und da quatsche ich mal mit einem Kollegen, ja zack, Vertretung, Pustekuchen. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche halt immer, und wenn es nur so eine 15-Minuten-Pause ist, ich versuche halt wirklich, wenn ich merke, okay, ich werde hier gerade gestresst und ich komme hier irgendwie nicht mehr so zurecht und ich komme hier durcheinander, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, dann nehme ich mir bewusst eine Pause. Wie gesagt, ist nicht immer möglich, aber jeder hat ja irgendwie mal eine Freistunde oder eine Mittagspause oder auch einfach nur eine große Pause. Und das sind dann Momente, wo ich auch ganz klar Schülern sage, wenn sie am Lehrerzimmer klopfen, ja, können wir mal mit ihnen sprechen? Ich sage, ich habe jetzt auch Pause, solange das jetzt nichts dramatisch Wichtiges ist. Wenn Kollegen zu mir kommen und die irgendwas von mir möchten, dann sage ich auch so, du pass auf, schick mir das irgendwie per E-Mail und so, aber jetzt gerade, geht nicht. Dass ich halt einfach dann nichts mache, was so mit Schule zu tun hat. Einfach nur so, um für mich runterzukommen. Wie gesagt, das kann eine Tasse Kaffee sein, das kann sein, ich gehe mal irgendwie kurz da bei uns durchs Dorf, ein bisschen frische Luft. Oder ich sitze einfach nur im Lehrerzimmer und unterhalte mich mit jemandem. Also das finde ich für mein Selbstmanagement einfach, dass ich gesund und organisiert durch den Alltag komme, ist das für mich wahnsinnig wichtig, dass ich mir solche Pausen schaffe, wenn ich sie denn brauche. Wenn das während des Schultages nicht geht, wegen Vertretung, Pausenaufsichten, was weiß ich nicht alles, dann mache ich das halt nachmittags, dass ich dann da sage, okay, und jetzt komme ich nach Hause und jetzt mache ich mal eine halbe Stunde gar nichts. Ja, ich setze mich aufs Sofa, von mir aus daddle ich am Handy rum oder was, keine Ahnung, aber ich mache jetzt einfach mal eine halbe Stunde das, von dem ich weiß, das entspannt mich ein bisschen. Denn, man muss halt auf seine Gesundheit achten und wenn man zu gestresst ist, dann geht einem das halt sehr schnell an die Psyche und so kleine Pausen helfen mir persönlich immer ganz gut, runterzukommen und ja, ich fühle mich dann auch gleich wieder ein bisschen, ja, more energized, mir fehlt gerade das deutsche Wort, halt einfach so wieder, ja, fitter oder ich merke dann halt einfach, ich habe wieder mehr Energie einfach auch für meine nächste Unterrichtsstunde. Tipp Nummer 5. Nein sagen. Ja, das ist mit das Wichtigste auch, um selbst gesund zu bleiben und den Alltag irgendwie zu meistern, dass wenn man merkt, okay, ich habe so viel auf dem Teller, ich habe so viel, was ich machen muss und dass ich mich kümmern muss und jetzt kommt noch irgendwas dazu oder die Schulleitung fragt, ja, hier, wer möchte freiwillig dies machen und so weiter. Ein Kollege bittet mich um irgendwas. Wenn ich merke, ich habe keine Ressourcen mehr, ob es jetzt Zeit ist oder Energie, dann sage ich einfach nein. Das war was, das musste ich lernen.
Auch gerade, wenn man noch im Referendariat ist oder gerade mit dem Referendariat fertig ist und seine erste Stelle hat, man möchte ja auch nicht unbedingt immer Nein sagen, weil man möchte ja nicht als, weiß ich nicht, arbeitsfaul, keine Ahnung, unkollegial gelten. Gerade wenn noch sowas wie eine Bewertung durch die Schulleitung auch ansteht, dann möchte man natürlich zeigen, so, ich möchte hier auch außerhalb des Unterrichts mich engagieren. Das ist auch alles in Ordnung. Das kann man auch alles machen. Das sollte man auch machen. Ich finde, Lehrer sein ist mehr als nur Unterricht. Da gibt es noch ganz viel drumherum. Ich habe jahrelang Fachschaftsvorsitz gehabt für Englisch. Ich habe jahrelang an Teilkonferenzen teilgenommen. Ich habe, was mir, ja, mache ich bis heute auch noch. Ich schreibe die Protokolle in den Lehrerkonferenzen. Ich habe an wahnsinnig vielen Arbeitsgruppen teilgenommen. Also ich habe immer viel nebenbei gemacht, hat mir auch Spaß gemacht, bis ich halt an einem gewissen Punkt gemerkt habe, okay, das wird mir jetzt zu viel. Also man kann irgendwie nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ich habe dann einfach angefangen, bei bestimmten Dingen zu sagen, so, nee, mach ich nicht. Ja, nicht, weil ich keine Lust habe oder weil ich halt einfach zu faul dazu bin, sondern einfach, weil ich weiß, das ist jetzt wieder ein Punkt mehr, um den ich mich kümmern muss und ich habe weder die Zeit noch die Energie. Das geht halt einfach nicht. Ja, also bei uns standen jetzt auch schon wieder so ein paar Sachen an, wo Freiwillige für gesucht wurden und ich habe dann mal schon kurz gedacht, eigentlich hätte ich da irgendwie schon Bock drauf. Aber andererseits, ich bin jetzt gerade aus der Elternzeit wieder da, muss mich erst noch so ein bisschen in diesen Arbeits- und Kind nachmittags zu Hause Flow gewöhnen und das alles irgendwie noch ein bisschen managen, da fange ich jetzt nicht an, mir noch irgendwelche anderen Sachen aufzuhalsen. Ich habe mich auch bewusst nicht für den Fachvorsitz für Englisch für dieses Jahr gemeldet, einfach weil ich jetzt auch ein bisschen andere Prioritäten habe. Und ja, also man muss für sich selbst entscheiden, was heizt man sich quasi noch zusätzlich auf, wo ist das Limit. Ganz wichtig ist aber, dass wenn man merkt, das Limit ist erreicht, dass man dann auch sagt, okay, ich kriege nicht mehr hin. Das wird einem keiner übel nehmen, weder die Schulleitung noch das Kollegium, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man geht da nicht als unkollegial, sondern man macht es halt einfach für seine eigene geistige Gesundheit, damit man einfach nicht überfordert ist und gestresst ist. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, auch einfach mal nein. Und jetzt kommt mein letzter Tipp, sich selbst reflektieren. Ja, dann könnte man sich jetzt fragen, was hat das denn mit effektivem Selbstmanagement zu tun? Ich meine, sich selbst reflektieren in dem Sinne, dass ich halt einfach regelmäßig gucke, was läuft bei mir ganz gut und wo gibt es eventuell Sachen, die mich stören, die ich verändern möchte, damit ich quasi mich gut selbst managen kann, finde ich, muss halt auch irgendwie alles so funktionieren. Ja, ich versuche das jetzt irgendwie so vernünftig und verständlich wie möglich auszudrücken. Also ich bin ein Mensch, ich kann nur gut arbeiten, wenn alles drumherum passt und alles drumherum funktioniert und auch so läuft, wie ich mir das vorstelle und mir das wünsche. Ansonsten ja, bin ich halt schnell gestresst, schnell genervt und fühle mich dann nicht mehr wohl und ich merke dann auch, dass das Einfluss auf mein Arbeiten und meinen Job halt hat. Und dementsprechend, wenn ich halt merke, irgendwas funktioniert hier nicht. Das kann alles Mögliche sein. Das kann halt sein, dass mein Zeitmanagement für mich irgendwie nicht funktioniert. Mein Classroom-Management läuft nicht. Ich habe Lerngruppen da, weiß ich nicht, da gehen die Kinder über Tische und Bänke. Oder da sind die Lernerfolge nicht da. Meine Unterrichtsplanung, mit der bin ich unzufrieden, wie auch immer. Und einfach um das zu ändern, finde ich es wichtig, dass man sich regelmäßig selbst reflektiert, um ja, Lösungsvorschläge, Ansätze für sich selber halt auch einfach zu finden. Und ich mache das dann halt meistens so, dass ich mich auf jeden Fall immer zum Ende des Schuljahres hinsetze, wenn ich vorher schon merke, okay, hier sind Sachen, das läuft irgendwie nicht so, dann mache ich das auch zwischendurch immer mal. Und ich mache mir dann halt so, ja, so eine Liste mit drei Spalten, wo ich dann einmal eintrage, was finde ich gut und was möchte ich beibehalten, was funktioniert meiner Meinung nach so gar nicht und in welchem Zeitraum möchte ich das halt gerne ändern. Ich versuche immer selber für mich dann was rauszufinden. Manchmal frage ich auch meine Schüler zum Beispiel, gerade wenn es um so Unterrichtsgeschichten geht, wenn irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Klassenarbeit wahnsinnig schlecht ausgefallen ist und ich mir denke, woran liegt das denn? Weil das ist zum Beispiel was mich stört. Und dann spreche ich halt auch einfach mit den Schülern und frage so, ey Leute, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht hätte anders machen können und so weiter und so fort. Oder ich spreche mal mit Kollegen, ob die vielleicht Tipps haben. Manchmal google ich auch einfach nur, ne, dafür ist das Internet ja auch da, da findet man vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Tipp, den man für sich nutzen kann. Aber das finde ich halt ganz, ganz wichtig für mich, damit ich halt das Gefühl habe, dass ich organisiert und strukturiert bin und halt auch einfach zufrieden, dass ich für mich halt reflektiere,
ja, was läuft gut, was könnte ich ändern und vor allem auch, wie könnte ich das ändern. Ja, das waren so meine Tipps, wie ich versuche, so mein Selbstmanagement quasi so effektiv wie möglich zu gestalten. Vielleicht war ja der eine oder andere Tipp dabei, den ihr für euch und für euren Schulalltag auch anwenden könnt. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrungen sind, ob ihr da auch noch irgendwelche Tipps habt, von denen ich vielleicht auch profitieren kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich gerne tun, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Und ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann!